Herr Erzbischof, liebe Schwestern und Brüder, Père Évêque, chers frères et sœurs, das ist ein ganz großer Fried heute Mittag. Ich liebe Jen, ich frohe Zeichen von Jesus Christus hier in unserer Kathedrale zu invitieren. Das ist Madame Veronica Williams, sie ist Gründerin von einem ökumenischen Movement, den es mittlerweile an über 100 Länder gibt. Von Amerika bis nach Russland, bis hier auf Lützeburg, hat das Initiativ, diesen Gebietsfluss, sein Arm ausgestreckt. We are very glad to receive you today in our beautiful cathedral. We are people coming from different languages. We are trying today, yes, to translate in different languages. Your testimony will be translated in German, and I will continue just in Luxembourgish to give some informations about you. Madame Veronica Williams hat 1995 an einem Schreibes, was sie mit verschiedenen andere Frauen zusammengestaltet, ein Demand und das Londoner Parlament gemacht. Mit der Frage, was für eine Welt haben wir unsere Kammer? Hier Demand an die von ihren Mitschwestern hat leider nicht viel Echo gefunden. Und darauf sind und sie angefangen mit Dave zu gräben und sie angefangen zu bieten, für ihr Kammer. Zusammen am kleinen Kreis. Sie hat 1995 Mammengebiet Prière des Mères angefangen. Wie ich ein bisschen gelesen am Internet über diese interessante Frage, als mir ein Parallel kommt, und zwar die zwischen dem Frère Roger von Thésée und der Madame Veronica Williams. Der Frère Roger hat gesagt, im Anfang war das Vertrauen. Veronica Williams schreibt das Buch La joie de s'abandonner à lui. Bei der Madame Veronica Williams hat dieses Movement eine ökumenische Ausrichtung. Anglikaner, Katholiken, Protestanten, orthodox Christen finden an diesen Gruppe von Mammengebieten. Genauso Gemeinschaft von Thésée. Das Mammengebiet ist weltweit bekannt. Ich habe gesagt, in über 100 Ländern gibt es das inzwischen Zeit. Madame Williams hat auch schon ihren Témoignage in Russland gehen, bis in Sibirien. Weltweit als die Summe vom Gebiet herankommen an kleinen Gruppen an die Herzen von den Menschen. Mrs. Williams, you have the chance to give your testimony and we enjoy that you are here with us sharing your faith and your confidence in Christ. Good afternoon, everyone. Guten Tag. I'm very happy to be here. Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen hier sein zu können. Thank you for coming. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Because I want to share with you something that's been very important in my life. Ich möchte mit Ihnen heute etwas teilen, was sehr wichtig für mich in meinem Leben ist. You obviously know that the Lord put it on my heart to start Mother's Prayers. Sie wissen, wie Mother's Prayers begonnen wurde. Perhaps before I start on my testimony, I just explain a little bit how Mother's Prayers started. Bevor ich mein persönliches Zeugnis abgebe, möchte ich Ihnen ein bisschen erzählen, wie Mother's Prayers zustande kam. 18 years ago, vor 18 Jahren, a group of Christians in England hat eine Gruppe von Christen in England produced this document, ein kleines
Dokument erstellt. Called What on Earth Are We Doing to Our Children? Mit dem Titel Was tun wir unseren Kindern auf dieser Welt an? It's not a nice book to read. Es ist kein schönes Buch zu lesen. It's full of statistics of all the things that are happening in society that affect our children. Es enthält eine ganze Menge Statistiken darüber, was Kindern in unserer Welt angetan wird. It speaks about drugs, pornography, violence. Es enthält Statistiken über Drogen, Pornografie, Gewalt. The kind of television that people were showing for our young people. Die Art von Fernsehprogrammen, die über lange Zeit How many times the young people saw violence and scenes of sex on television? Die lange Zeit, die Kinder zubringen mit Gewalt und Sex vor den Fernsehapparaten. Many, many more things too. Und viele, viele andere Dinge. We took it to our parliament. Wir nahmen diese kleine Dokumentation zu unserem Parlament. We said, what are we doing to our children? Und wir haben sie gefragt, was tun wir unseren Kindern an? At the time I had 9 grandchildren. Zu dieser Zeit hatte ich 9 Enkel. Now I have 10. Jetzt habe ich 10. And 5 great-grandchildren. Und 5 Urenkel. And so I thought, when I read this document, I thought, what kind of society are my grandchildren growing up in? Und ich habe mich gefragt, in welcher Art von Gesellschaft werden meine Enkel und Urenkel aufwachsen? I wanted to do something. Ich wollte etwas unternehmen, etwas tun. I think anyone who reads this book thinks we've got to do something. Ich glaube, dass jeder, der dieses kleine Büchlein liest, sich sagt, wir müssen etwas unternehmen. But then you think, what can I do? I'm very small against such big problems. Aber dann denkt man, was kann ich schon tun? Ich bin klein und das sind riesig große Probleme. But I knew I could pray. Aber ich wusste eines, ich kann beten. And I knew God answers prayers. Und ich wusste auch, Gott beantwortet Gebete. I'd had a wonderful experience the year before. Ich hatte eine wunderbare Erfahrung ein Jahr zuvor. Wenn Gott mir zeigte, wie wichtig es ist, to let him be in charge. Ihm die Führung meines Lebens zu überlassen. To say to the Lord, you look after it, you show me what to do. Gott zu sagen, du zeigst mir, was ich tun soll. And so I thought, I'm going to pray, but I need to ask the Lord to show me what to do. So ich habe mir gedacht, ich muss beten, aber ich muss Gott fragen, dass er mir sagt, was ich tun soll. If I had known what the Lord had ready for me. Wenn ich damals gewusst hätte, was Gott für mich bereithält, I would have said, I can't do that, Lord. Dann hätte ich gesagt, das kann ich nicht tun, Gott. If I knew I had to stand and talk to people, I would have said, not me. Wenn ich gewusst hätte, dass ich einmal vor Leuten stehen muss und zu Leuten spreche, dann hätte ich gesagt, das kann ich nicht. I was very nervous just to say a prayer during Mass from the altar. Ich war sehr nervös, einfach ein Gebet auf dem Altar zu sagen. And now I know that if I'm speaking, the Lord will give me the right words. Und jetzt weiß ich, wenn ich spreche, dann wird Gott mir die richtigen Worte geben. How did I get this understanding? I'm asking the question, how did the Lord give me this understanding? Wie hat Gott mir diese Kraft gegeben, das zu tun?
I was going through a period in my life that was very difficult. Ich bin durch eine schwierige Zeit in meinem Leben gegangen. I thought, I don't know who I am anymore. Ich dachte damals, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. I'm trying to be this for one person, this for another person, this for another person. Ich versuche, es diesem recht zu machen und jenem und einem Dritten. And then I thought, if I don't know who I am, who does? Und dann habe ich gedacht, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, wer weiß es dann? It's the one who made me. Derjenige, der mich erschaffen hat. So I just knelt down. So ich bin aus meiner Stadt weggegangen. And said, Lord, I want to be the Veronica you created me to be. Und sagte, Gott, ich will Veronika sein, die du heute geschaffen hast. Not the Veronica I've become. Nicht die Veronica, not the person I had become. Nicht diejenige, die ich geworden bin. I think in life. Ich denke, dass im Leben. There are certain circumstances in our lives. Dass es bestimmte Umstände in unserem Leben gibt, that affect the way we behave and we act. Die uns beeinflussen, unser Handeln und unser Tun. You know, if somebody says something that's difficult, we move away. Wenn jemand uns etwas Unangenehmes sagt, dann weichen wir zurück. If people attack us, we move away. Wenn people uns attackieren, dann ziehen wir uns zurück. It may be even parents, teachers. Das können Eltern sein oder Lehrer. Brothers and sisters. Brüder oder Schwestern. And difficult people in our lives make us change who we are. Und verschiedene Leute in unserem Leben verändern uns. And so I said, Lord, let me be who you created me to be. So, ich habe gesagt, Gott, lass mich diejenige sein, die du heute willst, dass ich bin. My life changed. Mein Leben hat sich verändert. I think the Lord said, I've been waiting a long time for you to say this prayer. Ich glaube, dass Gott gesagt hat, ich habe eine lange Zeit darauf gewartet, dass du dieses Gebet sagst. And I thought, what now? Und dann habe ich gedacht, und jetzt? Was jetzt? And then the Lord gave me the experience. Und dann hat mir Gott die Erfahrung gegeben, of trusting in him completely. Mich ihm komplett anzuvertrauen. From then on, I said, Lord, I don't want any agenda. Und von da an habe ich gesagt, Gott, ich möchte keine Vorgaben, keinen fixen Kalender haben. Of my own. Für mich selbst. I just want the agenda of the Father's will. Ich möchte nur das tun, was dein Wille ist. I hope I'm making you understand. Ich hoffe, ihr versteht das. I think in all our lives we must say, who am I? Ich glaube, dass wir uns alle fragen müssen in unserem Leben, wer bin ich eigentlich? To say, why have I got this personality? Sich zu fragen, warum habe ich diese oder jene Persönlichkeit? Why do I look like this? Warum sehe ich so oder so aus? Why am I born in this place or traveling to that place? Warum bin ich an diesem Ort geboren oder an diesen Ort gereist? And the Lord is calling us all to become close to him. Und Gott ruft uns alle, ihm näher zu sein. To be the person he created us to be. Um die Person zu sein, die er erschaffen hat, die er will, dass wir sind. We live in difficult times. Wir leben in schwierigen Zeiten. Do you agree? Seid ihr einverstanden damit? There's so many things that affect us and our children.
Es gibt so viele verschiedene Dinge, die uns und unsere Kinder betreffen. We could get very discouraged. We could get very discouraged. Oh, wir können dabei leicht entmutigt werden. We could get very disheartened. Oder wir können uns verschließen anderen gegenüber. But Jesus has the victory. Aber am Ende hat Jesus den Sieg. He is in charge. Er sieht den Kampf und die Herausforderung. And he's asking each one of us to trust him completely. Und er fragt jeden einzelnen von uns, ihm völlig zu vertrauen. And if we say, Lord, may your perfect will be done in my life. Und wenn wir sagen, Gott, lass deinen perfekten Willen in mir geschehen. If we give him permission. Wenn wir das zulassen. To accept anything that comes, providing it's from him. Dass wir alles akzeptieren, was von ihm kommt. The Lord loves us. The Lord loves us. Gott liebt uns. Do you know how much God loves you? Wisst ihr, wie sehr Gott euch liebt? Do you? Wisst ihr? Turn to your neighbor and tell them God loves you passionately. Dreht euch um zu eurem Nachbarn und sagt ihm, Gott liebt dich. Tell each other. God loves you passionately. God loves you passionately. Do you believe it? Gott liebt dich ganz besonders. He loves you passionately, not just as a group, each person individually. Jeden Einzelnen. Die ganze Gruppe, aber jeden Einzelnen. And he knows everything that is happening in your life. Und er weiß jedes Detail, das in unserem Leben passiert. And he weeps when you weep. Und er weint, wenn wir weinen. He smiles when you smile. Und er lacht, wenn wir lachen. He wants you to be happy. Er will, dass ihr glücklich seid. I see many mothers with big pains in their hearts in my work. In meiner Arbeit sehe ich viele, viele Mütter mit großen Schmerzen in ihren Herzen. Sometimes the pain is so bad that they find it difficult to speak about. Manchmal ist der Schmerz so groß, dass es ihnen schwerfällt, darüber zu sprechen. And they hold it inside. Und sie halten alles innen drin. Jesus said, "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest." Jesus sagt, kommt zu mir, ihr Betrübten und Bedrückten, und ich gebe euch Ruhe und Erholung. We're very good at going to the Lord with our problems, usually. We're very good at going to the Lord. Normalerweise fällt es uns leicht, zu Gott zu gehen und unsere Probleme zu offenbaren. Even before Mother's Prayers. Selbst bevor Mother's Prayers gegründet wurde. I was very good at saying, Lord, help, when there was a problem. Da fiel es mir sehr leicht zu sagen, Gott, hilf mir, ich habe ein Problem. And I say, Lord, help, help. Ich konnte immer sagen, Gott, hilf mir. But when I finished my prayer, aber wenn ich mein Gebet beendet hatte, I'd start to worry again. Dann fing ich wieder an, mir Gedanken zu machen. And I'd be saying, maybe if I did this, maybe if I did that. Und dann denke ich mir, wenn ich aber jetzt dies getan hätte oder jenes. And what I'd been doing, und was ich getan habe, was giving the problem to the Lord with one hand and taking it back with the other. So, ich habe Gott meine Probleme mit der einen Hand gegeben und mit der anderen habe ich sie wieder zurückgenommen. Jesus said, ask and you will receive. Jesus hat gesagt, fragt und es wird euch gegeben werden. He wants us to be like little children. Er möchte, dass wir seine Kinder sind. Completely trusting in him. Dass wir ihm vollkommen vertrauen. To say, Lord, I place my life in your hands. Dass wir sagen, Gott, ich lege mein Leben in deine Hände. And for mothers and fathers too, to place our children in the hands of Jesus. Und für Mütter und Väter, dass sie ihre Kinder in die Hände
von Jesus. At our meetings, we have a little prayer book. In unseren Treffen, da haben wir eine kleine Gebetsgruppe. With little chatty prayers. Mit kleinen Gebeten. Just a mother's heart speaking to Jesus. Kleine Gebete von Mutterherzen zu Jesus. And it's a time of preparation. Und es ist eine Zeit der Vorbereitung. When we say, I'm going to take my children and place them in the care of Jesus. Wenn wir sagen, ich nehme meine Kinder und gebe sie in die Obhut von Jesus. We write the names of our children on little paper rounds like this. Wir schreiben die Namen der Kinder auf kleine runde Papierstücke. One for each of our children. Eines für ein Kind. If they're married, we have husband and wife one side. Und auf der anderen Seite Vater und Mutter. And if they have children, we put them on the back. Und die Kinder auf die Rückseite. These rounds represent a mother's love, no beginning, no end. Und die Tatsache, dass die Stücke rund sind, das repräsentiert die Liebe der Mutter ohne Anfang und ohne Ende. We ask that you write one for your priest or your archbishop. Und wir bitten euch, dass ihr eines schreibt für euren Priester und für euren Erzbischof. We say adopt a priest as a spiritual son. Und wir sagen, bitte adoptiert einen Priester als spirituellen Sohn. It's very important to pray for our priests. Es ist sehr wichtig, dass wir für unsere Priester beten. The devil hates them. Der Teufel hasst das. And we need to pray for their protection. Und wir müssen sehr für ihren Schutz beten. And if you've had the sadness of a miscarriage or an abortion, und falls ihr die Traurigkeit, die traurige Erfahrung einer Fehlgeburt oder einer Abtreibung hattet, we say, ask the Holy Spirit to give a name to that child. Dann sagen wir, fragt den Heiligen Geist, dass er dem Kind einen Namen gibt. That child is part of your family too. Das Kind ist auch Teil eurer Familie. So when we've finished our little prayers of preparation, so wenn wir fertig sind mit unseren kleinen Gebeten der Vorbereitung, the mothers will come one by one, dann gehen die Mütter nach Hause with the names of their children, mit den Namen ihrer Kinder, and say a prayer from their heart, und sagen ein Gebet, das von Herzen kommt. And say, Lord, give me the grace to trust you, to let go. Und sagen, Gott, gib mir die Kraft, dir voll zu vertrauen. And then we say, Lord, he's my child. Und dann sagen wir, Gott, hier ist mein Kind. You love them more than I could possibly love them. Wir lieben sie mehr, als wir uns überhaupt vorstellen können. They belong to you more than they belong to me. Sie gehören dir mehr, als sie mir gehören. And you can change things, Lord, that I cannot change. Und du, Gott, kannst sie ändern da, wo ich es nicht kann. So we go and then we place the names at the foot of the cross. So, wir nehmen die Namen und wir legen sie an den Fuß des Kreuzes. You may like to think of the basket as the hands of Jesus. Das ist wie wenn wir sie in die Hände von Jesus begeben. It's a safe place to leave our children. Das ist ein sicherer Platz für die Kinder. And then we must let go. We must, otherwise we take it back again. Und wir müssen sie da lassen, sonst würden wir sie wieder mitnehmen. It's an act of faith. Es ist ein Akt von Vertrauen. It's not a shopping list where we ask the Lord for this for this child, this for that child. Es ist nicht eine Einkaufsliste mit Namen, wo wir sagen, Gott, wir bitten dich um dieses oder jenes. It's about saying, Lord, I place my child in your care. Es ist, dass wir sagen, Gott, wir übergeben dir unsere Kinder zum Schutz. May your will
be done in their lives. Mag dein Wille geschehen. Your will be done in the lives of my children. Mag dein Wille geschehen in den Leben meiner Kinder. I know there are many mothers in pain and fathers too, I'm sure. Ich weiß, da sind viele Mütter und auch Väter, die Schmerzen haben. We see a world changing around us. Wir sehen, wie sehr sich die Welt um uns verändert. But the Lord is greater than any problem. Aber Gott ist größer als jedes Problem. And there comes a time in young people's lives when they stop listening to you. Und es kommt eine Zeit für jedes Kind, wenn es aufhört, den Eltern zuzuhören oder zu vertrauen. Have any of you experienced that? Habt ihr das erfahren in eurem Leben mit euren Kindern? And they say, Mom, you're old-fashioned. Mom, you're old-fashioned. Und die Kinder sagen, oh, Mutter, du bist so altmodisch. Everybody's doing it. Jeder dreht sich nach dir um, weil du so altmodisch bist. And they stop listening. Und sie hören auf, dir zuzuhören. What do we do then? Was machen wir dann? There's two things we must do. Es gibt zwei Dinge, die wir tun müssen. Love them unconditionally. Liebe sie ohne Wenn und Aber. Unconditional. Mhm. And pray for them. Und bete für sie. Pray for them. Bete. And maybe even fast. Und vielleicht sogar fasten. If we nag them, do you know the word nag? Wenn wir sie ärgern. If we keep saying you mustn't do this, you mustn't do that. Wenn wir ihnen ständig sagen, du sollst nicht dies tun und du sollst nicht jenes tun. You push them away. Dann drängen wir sie zurück, dann weichen sie zurück. I don't think there's anything we can tell them that they don't already know. Ich glaube, es gibt nichts, was wir ihnen sagen könnten, was sie nicht schon wüssten. And there are things that we cannot change. Und es gibt Dinge, die wir nicht ändern können. But I know someone who can. Aber ich kenne jemanden, der kann es. Jesus. Nothing is too difficult for him. Nichts ist zu schwierig für ihn. And he loves you passionately, but he loves your children passionately too. Und er liebt euch übermäßig, so wie er eure Kinder übermäßig liebt. There are so many things I can tell you. Es gibt so viele Dinge, über die ich sprechen kann. I think I need a week here. Ich glaube, ich brauche mindestens eine Woche hier. Because I think it's impossible to explain everything. Ich glaube, es ist unmöglich, jedes einzelne Detail zu erklären. But if we want joy in our lives, aber wenn wir Freude in unserem Leben wollen, if we want peace in our lives, wenn wir Frieden wollen, then we need to hand our lives over to the one who loves us passionately. Dann müssen wir unsere Leben demjenigen übergeben, der uns voll Hingabe liebt. And he's waiting. Und er wartet. He's waiting. Er wartet auf uns. For everyone. Für jeden Einzelnen. To say, Lord, please take control of my life. Dass wir ihm sagen, Gott, bitte nimm Kontrolle über unser Leben. Sometimes, you know, we think we're doing something good for the Lord. Manchmal denken wir tun etwas Gutes für Gott. But the Lord may be saying, actually, I wanted you to do something different. Aber in Wirklichkeit meinte Gott, dass wir etwas ganz anderes tun sollten. And we can get in his way. Und wir können ihm dabei im Weg stehen. By spending time doing something that isn't really for us to do. Indem wir etwas tun, was wir eigentlich gar nicht tun sollten. The Lord wants us to be little. Gott will, dass wir klein sind, wie Kinder. The older I become, the more I understand. Und je älter ich werde, desto mehr verstehe ich das. Why Jesus said, unless you become like little children. Warum Jesus gesagt hat, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder.
He wants us to be little so he can be big in us. Er möchte, dass wir klein sind, damit er in uns groß sein kann. He doesn't want us to be worried. Er will nicht, dass wir uns Gedanken machen und Angst haben. Maybe we should say, how much time do I spend worrying? Vielleicht sollte ich sagen, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich damit, mir Gedanken zu machen? And how much time do I spend praying? Und im Gegensatz dazu, wie viel Zeit verbringe ich im Gebet? Have we got the balance right? Halten wir da die richtige Balance? Do you realize that you don't have to worry? Realisiert ihr, dass ihr euch nicht Gedanken machen müsst? I have had so many wonderful experiences of letting God be God. Ich hatte so viele schöne Erfahrungen, indem ich Gott einfach Gott habe sein lassen. I'll give you a couple of examples. Ich gebe euch ein paar Beispiele. I was invited to Russia. Ich war eingeladen nach Russland. By a priest. Von einem Priester. And when I got there, he said, Veronica, I don't know what we can do. Und als ich ankam, sagte er mir, Veronica, ich weiß gar nicht, was wir tun können. He said, I don't have a translator and I don't speak Russian. Er sagt, ich habe keinen Übersetzer und ich spreche nur Russisch. I said, don't worry, Father. Und ich habe gesagt, mach dir keine Gedanken. Because I know if God wants us to do something, he makes everything possible. Weil ich weiß, wenn Gott will, dass wir das tun, dann wird etwas Unwahrscheinliches passieren. So I went in his chapel. Ich ging in seine Kapelle. A private chapel. Eine private kleine Kapelle. Not the church. Keine Kirche, eine kleine Kapelle. And I said he had the Blessed Sacrament. Und er hatte das Heilige Sakrament. And I said, Lord, thank you for bringing me to Russia. Und ich habe gesagt, Gott, ich danke dir, dass du mich nach Russland gebracht hast. But I need a translator. Aber ich brauche jetzt einen Übersetzer. A door opened. Und da ging eine Tür auf. A woman came in. Eine Frau kam rein. Spoke to me in Russian. Hat mich auf Russisch angesprochen. I said, sorry, I'm English. Und ich habe gesagt, Entschuldigung, ich spreche nur Englisch. She spoke to me in perfect English. Sie hat mich dann in perfektem Englisch angesprochen. She was a professor of English. Sie war eine Professorin, Englischprofessorin. But what was so wonderful, aber was so wunderbar war, she was a Jew. Sie war Jüdin. And she had never before gone to that church. Und sie war noch niemals in dieser kleinen Kapelle. God's timing is perfect. Gott hat das perfekte Timing. His timing is perfect. And he's capable of doing anything. Und Gott ist in der Lage, alles möglich zu machen. And I know that sometimes prayers are answered very quickly. Und ich weiß, dass manchmal Gebete sehr schnell beantwortet werden. Children coming off drugs, children that are missing coming home. Vermisste Kinder kommen zurück nach Hause oder Drogenabhängige sind nicht mehr abhängig. Better relationships in families. Beziehungen in Familien verbessern sich. Bullying that has stopped at school. Bullying in der Schule hört auf. And many, many answers to prayers. Und viele, viele verschiedene Antworten auf Gebete. Sometimes people say, will you tell me these quick answers to prayers? People say, you tell me these quick answers to prayers. Manchmal sagen Leute, kannst du mir diese schnellen Antworten auf Gebete geben? When is the Lord going to answer mine? People ask me. Wann wird denn Gott meine Gebete beantworten? And I say, I don't know. Und ich sage, das weiß ich nicht. I don't know the mind of God. Ich weiß nicht, wann Gott deine Gebete antworten wird. But one thing I can say with certainty, aber eines kann ich mit Sicherheit sagen, every prayer is answered. Dass jedes einzelne Gebet beantwortet wird. In God's time and in his way. Aber
in Gottes Zeit, dann, wann er will und auf seine Art. And maybe he's doing something in our lives while we're waiting for the answers. Und vielleicht passiert etwas in unserem Leben, während wir auf die Antwort warten. I'll tell you about my son-in-law. Ich erzähle Ihnen etwas über meinen Schwiegersohn. He was an atheist. Er war ein Atheist. He said, if you get like your mother, to my daughter. Und er hat zu meiner Tochter gesagt, wenn du so wirst wie deine Mutter, he said, it's divorce. Dann ist das für uns das Ende, das ist die Scheidung. He said, religion is for lonely old women with nothing better to do. Er sagte, dann bist du wie eine alte Frau, die nichts Besseres zu tun hat. Then the Lord put it on my heart to sell a property to give the money for a center for mother's prayers. Dann hat Gott mir die Möglichkeit geboten, das Geld für ein Zentrum für Mother's Prayers zu bekommen. It was a lot of money. Es war sehr viel Geld. About £1 million. Ungefähr 1 Million britische Pfund. And I said, Lord, I'm happy. I had confirmation that that's what he wanted. Und ich habe gesagt, oh Gott, ich bin sehr glücklich darüber. Ich habe die Bestätigung, dass das ist, was du möchtest. I said, but I've got 3 children, Lord. You know that. Ich habe aber gesagt, Gott, du weißt, ich habe 3 Kinder. Make it right with them. Mach es auch so, dass es für sie richtig ist. And I thought, now my son-in-law will say to my daughter, she's mad. Und then I thought my son-in-law will say to my daughter, your mother is mad. Dann hat mein Schwiegersohn zu meiner Tochter gesagt, ich glaube, deine Mutter ist verrückt. Now she's given away all her money. Jetzt gibt sie all ihr Geld weg. I did it because I knew it's what the Lord wanted. Ich habe es getan, weil ich wusste, dass das genau das war, was Gott wollte. A year later, ungefähr 1 Jahr später, my son-in-law had a conversion experience. Hatte mein Schwiegersohn eine Erfahrung, die ihn bekehrte. He said, I have a new friend. His name is Jesus Christ. Er sagte mir, weißt du, ich habe einen neuen Freund und sein Name ist Jesus Christus. He said, I was blind, now I can see. Er sagte, ich war blind, aber jetzt kann ich sehen. When he became a Catholic, als er katholisch wurde, the lonely old woman was his sponsor. War die alte Frau seine Sponsorin. My God is so big. Gott ist so groß. I'm going to ask you if you would be prepared to do something a little bit, not silly, but a little bit childish. Und, ich möchte euch fragen, ob ihr ein bisschen etwas Kindisches mit mir machen möchtet. I'm going to teach you an English song. Ich möchte euch ein englisches Lied beibringen. You have to pretend you're 5 years old. Ihr müsst dazu euch vorstellen, dass ihr 5 Jahre alt seid. And you have to do some actions. Und ihr müsst euch dabei ein bisschen bewegen. Would you like to stand up? Möchtet ihr aufstehen? I need you, Liz and Laurence, you know this. I'll say the words first. Ich sag die Worte zuerst. My God is so big. Mein Gott ist so groß. So strong. So stark. And so mighty. Und so mächtig. There's nothing he cannot do. Es gibt nichts, was er nicht tun könnte. The mountains are his. Die Berge sind sein. The rivers are his. Die Flüsse sind sein. The stars are his handiwork too. Die Sterne sind sein Werk. Ebenfalls. Okay, are you ready? My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing that he cannot do. My God is so big,
so strong and so mighty, there's nothing that he cannot do. The mountains are his, the rivers are his, the stars are his handiwork too. Plink, plink! That was a good practice, now we do it properly. Das war die Übung. Jetzt machen wir es richtig. Okay. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing that he cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing that he cannot do. The mountains are his, the rivers are his, the stars are his handiwork too. Blink, blink! If the only thing you remember... Wenn das Einzige ist, an was ihr euch nachher erinnert... If the only thing you remember... Wenn es das Einzige ist, an was ihr euch erinnert... Is my God is so big... Das ist, dass Gott so stark, so groß ist. There is nothing, nothing, nothing. Dass es nichts, aber auch gar nichts gibt. That he cannot do. Dass er nicht tun könnte. Isn't that wonderful? Ist das nicht wunderbar? Do you feel happy? Seid ihr glücklich? Do you know that he loves you? Wisst ihr, dass er euch liebt? Are you ready to trust him more? Seid ihr bereit, ihm mehr zu vertrauen? Are you ready to place your lives in his hands? Seid ihr bereit, euer Leben ihm zu übergeben, in seine Hände zu legen? With no conditions. Ohne Wenn und Aber. 100% surrender, I call it. Ich nenne es 100% Übergabe. People get worried about the word surrender. Leute sind ein bisschen, wie soll ich sagen, wundern sich über die Wortwahl Übergabe oder mein they Leben say, übergeben. They say 100%. Sie sagen wirklich 100%? Maybe 85. Vielleicht 85. Maybe 90. Vielleicht 90. But 100. Aber 100? Maybe God will say, I want you out here and I want you there. Vielleicht sagt Gott, ich will, dass du jetzt hier oder dort bist. But if God wants you there and you want to stay here, you'll never be really happy. Aber wenn Gott dich dort haben will und du bleibst hier, dann wirst du nie wirklich glücklich sein. We think we know what is best for us. Wir glauben, dass wir wissen, was das Beste für uns ist. But we have very limited understanding. Aber unser Verstand ist sehr begrenzt. Limited vision. Wir haben nur eingeschränkte Sicht. But the one who made us knows exactly what will make us happy. Aber unser Schöpfer weiß genau, was uns glücklich macht. And he wants us to be happy. Und er will, dass wir glücklich sind. And he wants us to trust him completely. Und er möchte, dass wir ihm völlig vertrauen. And I suggest, und ich schlage vor, that instead of saying 100% surrender, dass anstatt dass wir sagen, wir geben uns 100% ihm hin, say 100% allowing. Sagt lieber, ich erlaube 100, ich erlaube mich 100% hinzugeben. 100% in our lives. Ich erlaube, dass er 100% in mein Leben kommt. You won't regret it. Ihr werdet das nicht bereuen. I have never been so happy in my life as I am now. Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben, wie ich es jetzt bin. I wished I had understood this when I was younger. Ich wünschte, ich hätte all das getan, als ich jünger war. I've never been quite so exhausted. Ich war noch nie so erschöpft, wie ich heute bin. But he always gives me the strength. Aber Gott gibt mir immer die Kraft. If God wants something, don't say I can't. Wenn Gott etwas möchte, dann sag nicht, ich kann nicht. Say I can't, Lord, but you can. Sag Gott, ich kann, wenn du kannst. Let's be children.
Lass uns wie Kinder sein. Let's place our hand in his. Lass uns unsere Hände in seine legen. It's a safe place. Das ist ein sicherer Platz. I have spoken a little bit about mother's prayers. Und ich habe schon ein bisschen über mother's prayers, die Müttergebete gesprochen. It's for all women, not just physical mothers. It's for spiritual mothers too. Anyone with a heart for children. Es ist tatsächlich für alle Frauen, nicht nur Mütter, sondern auch Frauen, die Kinder in ihrem Herzen haben. And two mothers can make a group. You only need two women. Und es braucht nur zwei Mütter, um eine Gruppe zu gründen. If the group is more than eight, it's getting too big. Aber wenn es acht sind, dann wird die Gruppe zu groß. Because we understand that mother's prayers is as much for the mothers as it is for the children. Weil in unserem Sinne ist Müttergebete so sehr für die Mütter, wie es für die Kinder ist. Because the mothers can come together and find a deeper personal relationship with Jesus Christ. Weil wenn die Mütter zusammenkommen, finden sie eine engere persönliche Beziehung zu Jesus Christus. And it's a safe place where they can perhaps talk about something very deep inside them. Und es ist ein sicherer Platz, um über Dinge zu reden, die sie tief in sich vergraben haben. There are two very strict rules. Es gibt einige strikte Regeln. The first one is confidentiality. Die erste ist Vertraulichkeit. The second one is we do not give advice. Die zweite ist, wir geben keine Hinweise oder keine anderen Hinweise. Which is very difficult for women. Was manchmal für Frauen sehr schwierig ist. We all want to help each other. Wir möchten gegenseitig helfen. But the spirituality is 100% trust in Jesus. Aber die Spiritualität ist 100% Vertrauen auf Jesus. So when we take our children and say, Lord, I'm placing them in your care, I trust you 100%. So wenn wir die Namen der Kinder in seine Hand geben, sagen wir vertrauen dir 100%. We can't say, but I'm going to ask my friend for some advice. That's not 100%. Wir können dann nicht sagen, aber lass mich noch meinen Freund um einen Ratschlag fragen. And I truly believe, und ich glaube ganz fest, it's because we trust him completely, es ist, weil wir ihm völlig vertrauen, that he's answering so many of our prayers. Dass es so viele Antworten auf die Gebete in den Müttergebeten gibt. Maybe he's saying, thank you for getting out of my way, so I can now do something. Vielleicht sagt er, danke, dass ihr mich endlich tun lasst und mir nicht im Weg steht. I told you I've got so many things I could talk to you about, of God's provision, of God's timing. Da sind so viele Dinge, über die ich sprechen könnte, über Gottes Vision und seinen Zeitplanung. Aber ich habe jetzt leider nicht die Zeit dazu. But I have written my little book. Aber ich habe ein kleines Buch dazu geschrieben. And it's in a few different languages. Das gibt es in ein paar verschiedenen Sprachen. But I think it would be nice if we today brought our children's names and placed them at the foot of the cross. Aber es wäre schön, wenn wir heute die Namen unserer Kinder aufschreiben könnten und hier unten vor das Kreuz legen könnten. And we do have Laurence here. Und wir haben Laurence. Wir haben Laurence, die uns helfen wird. She is the coordinator for Mother's Prayers for Luxembourg. Sie ist die Koordinator für alle Müttergebete in Luxemburg. So if you need more help, I'm sure she will give it. So wenn ihr Hilfe braucht oder Fragen habt, könnt ihr euch an Laurence wenden. And I think tomorrow morning we're going to where's
Tomorrow morning we've got a meeting. Morgen früh gibt es ein Treffen. If you want to know where it is, ask Laurence. Und wenn ihr wissen möchtet, wo es stattfindet, dann könnt ihr euch an Laurence wenden. So normally we have one for each child. So normalerweise haben wir einen kleinen Zettel für jedes Kind. We will now bring round some paper discs and write them on. Und wir geben euch jetzt einen Stift und die Möglichkeit, die Namen eurer Kinder aufzuschreiben. Now, if the men are thinking, what about us? Und wenn die Männer jetzt denken, und was gibt es denn für uns? There's father's prayers. Es gibt die Vatergebete. The father's prayers is basically saying a daily prayer. Saying every day, united with men around the world. Die Vatergebete sind jeden Tag ein Gebet, um vereint zu sein mit allen Vätern in der Welt. It's a beautiful prayer. Und es ist ein sehr schönes Gebet. And we don't have any here, but we can send you them. I think if men said this prayer every day. Und wir haben jetzt keine da, aber wir können euch die schicken. Und ich glaube, dass wenn Männer diese Gebete jeden Tag sagen würden, I think the world would change. Ich glaube, dann würde die Welt sich ändern. I don't think it's politicians that will change the world. Ich glaube nicht, dass Politiker die Welt ändern werden. It will be us on our knees. Es bedarf uns auf unseren Knien. To whom much is given. Wir, die wir viel empfangen haben, much is expected. Aber von denen auch viel erwartet wird. We have been given much. Uns könnte viel gegeben werden. We know Jesus. Wir kennen Jesus. We have the faith. Wir haben das Vertrauen. And we must share our faith. Und wir teilen unseren Glauben.